Die Statistikerin in mir spricht als erstes. Es ist das Thema Familie und auf dem Podium wie im Publikum sitzt eine Mehrheit von Frauen. Wie kommt das nur? Gut, Familien sollten ja angeblich auch aus Männern bestehen, aber irgendwo kommt das nicht so ganz rum. Ja, ich mache so einen kleinen historischen Einstieg. Der geht aber nicht weit zurück, nicht mal zwei Jahre. Also das war im Sommer 2013, da hat die Evangelische Kirche Deutschlands, die EKD, ein sogenanntes Orientierungspapier veröffentlicht, das die Kirche damals aufforderte, Familien neu zu denken und die Vielfalt von privaten Lebensformen anzuerkennen. Und ich weiß nicht, ob Sie das damals in den Medien verfolgt haben, also die Reaktion darauf war äußerst heftig und sie war sehr, sehr zwiespältig. Also die einen haben gesagt, na, das ist ja wunderbar, Offenheit, endlich kommt die Kirche mal da an, wo die normalen Menschen leben und wir kommen zu einer lebendigen und lebensnahen Kirche. Und die anderen haben dann gesagt, oh Gott, das ist ja Orientierungslosigkeit, das ist die Aufgabe christlicher Werte, Anpassung an den Zeitgeist und manche haben sogar gesagt, Anpassung an den feministischen Zeitgeist. Das war der Hammer. Ja, Schlimmeres gibt es wohl nicht. Also und der Aufruhr, den die Kirche da hier durchmachte, den können Sie ähnlich an sehr vielen Orten in der Gesellschaft erkennen. Der Konflikt um Familienformen und Leitbilder wird ausgetragen im Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Alt und Jung, Migranten und sogenannten Eingeborenen und so weiter. Und deswegen habe ich mir als Thema überlegt für heute, für hier, die Frage, warum ist eigentlich dieses Themenfeld Familie so konfliktträchtig und warum wird es durchaus immer wieder jetzt immer mehr zum Exerzierfeld für Kulturkampf, für ideologische Schlachten. So, und jetzt beginne ich tatsächlich nochmal mit einem kleinen historischen Rückblick auf die 1950er und 1960er Jahre, die in der Familienforschung das goldene Zeitalter von Ehe und Familie heißen. Also wie sah das damals aus? Damals gab es in den westlichen Gesellschaften ein von allen, also sagen wir mal, ein allgemein anerkanntes und auch allgemein angestrebtes Modell von Familie, das tatsächlich von den meisten Menschen auch wirklich praktiziert wurde, mehr oder minder. Das war die Normalfamilie und die bestand natürlich aus einem erwachsenen Paar und dessen leiblichen Kindern. Die Erwachsenen waren natürlich unterschiedlichen Geschlechts, also Mann und Frau. Sie waren natürlich verheiratet und sie blieben das auch bis zum Tod. Und zwischen den beiden war natürlich eine Arbeitsteilung in der Form, dass der Mann erwerbstätig war, die Brötchen ranbrachte und die Frau hat die Brötchen dann auf den Teller gelegt und irgendwie mit Gurken bedeckt und mit Wurst. War doch schöne Zeiten, oder? Ja, also das war das Modell. Und zugegebenermaßen, damals gab es auch ein paar andere Lebensformen daneben. Also die wurden von ein paar mutigen Seelen ganz bewusst gewählt. Aber von den meisten wurden sie eher unfreiwillig erlitten. Aber das Charakteristikum der damaligen Zeit war, diese anderen Lebensformen waren vergleichsweise selten. Und da, wo es sie gab, wurden sie meistens nicht offen praktiziert, sondern irgendwie heimlich versteckt und auch vielfach verschwiegen. Das waren dann so die Fehltritte, die Verirrungen in jeder Familie, das große Familiengeheimnis, die Tante Erna, was ist mit der und so. Wo kommt denn das Kind her und wo ist der Vater? Also es waren dann diese Fehltritte, die produziert wurden durch unglückliche Umstände oder äußere Zwänge, etwa durch die Wirren des Krieges oder die folgenden Umbrüche. Ja, und es gab natürlich Nebenwege außerhalb des offiziellen Kurses verlaufend und die gleichzeitig stillschweigend geduldet wurden. Das war dann die sogenannte Doppelmoral, so als Ventil für diejenigen, die sich den rigiden Vorgaben der Normalfamilie nicht einfügen wollten. Ja, das waren die 50er und 60er Jahre und da kann man nur sagen, wie hat sich die Welt seit damals verändert. Also natürlich die Normalfamilie, der Art, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist nicht, weiß Gott, nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie macht immer noch wahrscheinlich die Mehrheit aus. Aber es gibt eben heute vielfältig andere Formen des Zusammenlebens daneben. Und vor allem diese anderen Formen sind anerkannt, die werden jetzt offen gelebt. Also die Norm selbst hat zunehmend ihren Geltungscharakter verloren. In den letzten Jahrzehnten haben sich Veränderungen durchgesetzt, sowohl im Familienverhalten wie eben auch im Familienverständnis. Und es zeigt sich jetzt
das Nebeneinander unterschiedlicher Formen, die alle für sich geltend machen, beanspruchen, dass sie gleichberechtigt sind oder gleichberechtigt sein sollen und wollen. Und diesen Anspruch kann man inzwischen auch auf der Ebene der Sprache erkennen. Im angelsächsischen Sprachraum sind sie äußerst verdächtig, wenn sie von Family sprechen. Das heißt heute Families. Und wehe, sie kommen auf Family zurück, dann sind sie ein Vertreter des alten Modells, also Families. Das heißt, die Monopolstellung der tradierten Familienform wird damit gebrochen und immer mehr Lebensformen gelten jetzt als der Tendenz nach zumindest als legitime Optionen. Und das ist auch dann genau der entscheidende Punkt. Die Gegenwart ist nicht allein dadurch gekennzeichnet, dass es immer mehr Abweichungen, Fehltritte oder Ähnliches gibt, sondern dass eben das, was früher Abweichung, Fehltritt hieß, heute akzeptiert wird zunehmend. Ja, und das können diese Normalisierung von dem, was einst Abweichung war, das können Sie eben auch, und da wollte ich eigentlich drauf rauskommen, daran erkennen, wenn man den politischen, den rechtlichen Rahmen betrachtet. Das ist ganz klar, da hat früher der Staat eine sehr eindeutige Ordnung vorgegeben. Die war orientiert an der Normalfamilie, der Art, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und es ist ganz deutlich, wenn Sie in die Rechtsprechung reinschauen, dass diese Art dann des Rechtes zur Gegenwart hin sich also zunehmend bröckliger wird, zermürbt wird, wie auch immer. Und solche Vorgaben zunehmend, feste Vorgaben zunehmend umstritten sind, eben auch im Recht und im weiteren Verlauf dann vielfach außer Kraft gesetzt werden. Und an ihre Stelle kommen zunehmend mehr Regelungen, die bewusst darauf abzielen, eine breitere Vielfalt von Lebensformen, von Familienformen anzuerkennen. Und das gilt insbesondere auch für die Ordnung des der Geschlechterverhältnisse in der Ehe. Also da ist in vielen Ländern und nicht zuletzt auch in Deutschland eine grundlegende Reform der einschlägigen Paragraphen erfolgt. Also Paragraph 1356, ich glaube, der war das, der sagte noch, bis in die 70er Jahre hinein geltend in der Bundesrepublik Deutschland. Also die Frau ist verpflichtet, die Familienverhältnisse, für die Familienverhältnisse zu sorgen. Und für alles andere braucht sie die Genehmigung des Mannes. Und dieser Paragraph ist einfach schlichter gestrichen inzwischen. Stattdessen heißt es, die Eheleute regeln die Aufteilung von Familie und Beruf und die häuslichen Arbeiten in gegenseitigem Einvernehmen. Ich muss immer lachen bei dem gegenseitig. Das hat doch was, einen Touch von Wahrheit. Gegenseitig. Ja, und das war eben nicht nur, oder ist nicht nur in Deutschland so, sondern ist es auch in anderen Ländern so. Und es gilt auch nicht nur für die Geschlechterverhältnisse in der Ehe, sondern es gilt in der Grundrichtung nach für andere Lebensformen auch noch. Nämlich immer mehr werden feste Tabuschranken abgebaut. Also ein paar Beispiele, die jedem dann klar werden, was gemeint ist, das ist die Erleichterung der Scheidung oder die verbesserte Rechtsstellung nicht-ehelicher Kinder, die heute auch nicht mehr nicht-eheliche Kinder heißen, sondern Kinder einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft oder sowas. Das finde ich auch nicht mehr als Eigenschaft des Kindes, sondern als Eigenschaft der Lebensform, um die Diskriminierung aufzunehmen oder dagegen zu halten. Dann die verbesserte Rechtsstellung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften oder die zunehmende Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften. Für all das gilt, der Gesetzgeber nimmt sich immer mehr zurück. Er sieht seine Funktion immer weniger darin, eine bestimmte Lebensform verbindlich vorzuschreiben, sondern immer mehr wird in einer Vielfalt von Lebensformen ein institutioneller Ort zugewiesen und damit auch Anerkennung gegeben. Ja, und diese Vielfalt der Lebens- und Lebensformen, der Bindungs- und der Beziehungsmuster, die kann man heute an vielen Beispielen empirisch durchspielen. Ja, aber eine ganz andere Frage ist dann, wie man diese Vielfalt interpretiert. Da gibt es dann die eine Fraktion, nennen wir sie mal schlicht die Konservativen, die sehen darin den Untergang des Abendlandes und den Zerfall von Sitte und Moral. Zum Beispiel Norbert Blüm, war mal der Bundesminister für Arbeit und Soziales und er hat vor einigen Monaten in der Süddeutschen Zeitung ein Essay veröffentlicht. Der hatte schon, im Titel war klar, wohin es geht. Der Titel hieß Familie am Ende. Und das war auch genau das, was er meinte. Er sagt, seine Diagnose lautete, Ehen werden nur noch auf Zeit geschlossen, Kinder vom Staat betreut. Damit verliert die Gesellschaft ihren Zusammenhalt. Tja, da lachen Sie drüber. Das ist nicht zum Lachen.
Ja, andere Beobachter, ich schätze, da gehören Sie den Lehrfeld dazu, die sehen den Abbau der alten Zwänge und den Abbau der Verkrustung als Freiheitsgewinn. Wenn man da so von Wahlverwandtschaften spricht, da kann man ja sowas erwarten. Das signalisiert eben das Ende der äußeren Zwänge, stattdessen Bindung aus innerer Nähe, aus Überzeugung, also die selbstgewählte Gemeinschaft. Wenn ich Sie missverstanden habe, dürfen Sie mich da korrigieren. Also ich will mich jetzt nicht auf die Diskussion dieser beiden polar dargestellten Wertungen mal einlassen, sondern ich habe eine ganz andere Absicht. Ich möchte überhaupt mal sichtbar machen, warum wir damit im politischen Raum eine neue historische Konfliktsituation haben. Und ich sage es vorweg als Grundgedanken. Unsere Gesellschaft ist eben nicht wie Norbert Blüm und andere meinen, durch einen Mangel entsprechender Normen gekennzeichnet. Ganz im Gegenteil. Unsere Gesellschaft ist durch eine Vielzahl und Konkurrenz der familialen Leitbilder und Normen gekennzeichnet. Und darin liegt in einer gewissen Weise das Problem. So kommt es nämlich, weil es diese Vielzahl und konkurrierende Koexistenz verschiedener Normen gibt, kommt es zu diesen Kulturkämpfen, die in immer mehr Bereichen der Familie toben und oft mit erbitterter Schärfe durchgeführt werden. Also wieder ein paar einschlägige Stichworte zu sagen. Homo-Ehe bis Ehegattensplitting. Das Wort Ehegattensplitting finde ich immer so toll. Ich sehe mir da so vor mir, wie gesplittet werden die Eheleute. Finde ich erst so barbarisch einfach. Klingt wie Bauernwurst, da denke ich auch immer an die armen Bauern. Gut. Also, ich finde, es ist wirklich menschenverachtend, Ehegattensplitting, aber trotzdem. Also, da bin ich schon allein vom Begriff her dagegen. Sehr martialisch. Ja, also oder andere Kämpfe gehen eben um Schwangerschaftsabbruch bis Kita-Ausbau bis Betreuungsgeld. Naja, nun hat es in früheren Zeiten natürlich auch sowas gegeben, Auseinandersetzungen um die Gestaltung von Familienrecht, von Sozialpolitik. Aber der Unterschied ist, es gab damals doch ein von der breiten Mehrheit akzeptiertes Familienmodell, eben diese Normalfamilie der Art, wie ich sie vorhin skizziert habe. Aber jetzt in dem Maß, wo dieses Normalfamilienmodell an allgemeiner Geltung verliert, da werden die Aufgaben für Familienrecht, für Familienpolitik immer komplizierter, immer umstrittener. Und an der Stelle muss ich doch mal zwei Sozialwissenschaftler zitieren, Daly und Schreibe, die sagen, Zitat, zwar gibt es einen breiten Konsens darüber, dass das Modell des männlichen Familienernährers die Vergangenheit ist, von der sich die Wohlfahrtsstaaten immer weiter wegbewegen. Aber welches neue Modell von Familie- und Geschlechterbeziehungen an seine Stelle treten soll, dazu gibt es derzeit keinerlei Konsens. Ja, mit anderen Worten, nachdem wir uns nun von der Familie, Singular, wegbewegt haben, hin zu einer Pluralität von Familien, da kommt dann unvermeidlich die Frage, welches dieser unterschiedlichen Modelle von Familie soll eigentlich der Staat fördern, schützen, und gegebenenfalls vielleicht auch finanziell mit Knete unterstützen. Wir mögen es für richtig finden, dass das Recht nicht mehr die sogenannte Normalfamilie zum Bezugspunkt hat, vielmehr auch andere Familienformen, andere Lebensformen anerkannt werden. Aber bedeutet das dann, dass wir alle Lebensformen akzeptieren, zum Beispiel alleinerziehende Mütter und lesbische Paare oder etwas heißer Polygamie oder Sex mit Kindern oder arrangierte Ehen für minderjährige Kinder, für minderjährige Mädchen. Und wenn wir das eine oder andere nicht als Szenario der Zukunft wollen, wo ist dann die Grenze zu ziehen? Und selbst wenn ein gemeinsamer Konsens sich noch finden lässt, dann kommt gleich die nächste Frage. Was bedeutet denn Akzeptanz verschiedener Lebensformen? Bedeutet das nur, dass wir keine Diskriminierung mehr wollen, dass wir keine negativen Sanktionen mehr wollen? Oder beinhaltet Akzeptanz nicht viel mehr? Den nächsten Schritt, nämlich, dass es den verschiedenen Lebensformen gleiche Achtung und gleiche Unterstützung zuteil wird. Und da wird es dann eben wirklich heiß. Zwei Beispiele. Erstes Beispiel, wie soll sich der Staat zu Schwulen und Lesben verhalten? Früher war die Antwort klar, Homosexualität, oh Gott, das war gegen die Natur, gegen Gottes Gebote. Und das war ein krimineller Akt, der musste bestraft werden. Nun aber ist Homosexualität in der westlichen Welt zumindest zu einer Lebensform geworden, die grundsätzlich zu respektieren ist. Aber was heißt das genau? Heißt das nur so viel, dass alle negativen Sanktionen aufhören müssen? Oder heißt es darüber hinaus,
dass homosexuelle Paare, genau wie andere Paare auch, Recht auf Unterstützung und Förderung haben? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Sollen schwule und lesbische Paare zwar zugelassen werden, aber den heterosexuellen Paaren nicht gleichgestellt werden? Oder sollen homosexuelle Paare uneingeschränkt und in jeder Hinsicht gleichgestellt werden, bis hin zum Recht auf Heirat und Adoption? Oder anderes Beispiel, alleinerziehende Mütter. Früher, da war ein Kind jenseits der Ehe, das war ein Bastard in bürgerlichen Kreisen. Und es war vor allem eine Katastrophe im Leben der Frau. Ihr Ruf war ruiniert, sie war sozial geächtet, diskriminiert. Heute ist Mutterwerden ohne Trauschein oft, nicht immer, aber oft eine sehr bewusste Entscheidung, eine aus freien Stücken gewählte Lebensform. Immer mehr Frauen, die keinen Partner haben, vielleicht auch gar keinen wollen, wollen trotzdem ein Kind und können darauf auf die einschlägigen Angebote der Kinderwunschindustrie in und Ausland zurückgreifen. Und auch diese Entwicklung stellt natürlich Familienrecht und Sozialpolitik für neue Fragen. Soll der Staat sich um solche Entscheidungen überhaupt nicht kümmern und die alleinerziehenden Mütter einfach ihren Weg gehen lassen? Oder soll der Staat ihnen spezielle Steuererleichterungen zukommen lassen, als Ausgleich für die finanziellen und sozialen Belastungen, mit denen sie nun allein zu kämpfen haben? Oder soll der Staat umgekehrt auf jede Form der Unterstützung des Anreizes verzichten, weil ein solches Lebensmodell dem Prinzip des Kindeswohls widerspricht? Oder wie soll der Staat umgehen mit 65-jährigen Frauen, die alleinerziehend sind, schon 13 Kinder haben, 7 Enkelkinder und im Augenblick gerade 7 weitere Embryonen austragen? Ja. Vier. Habe ich 5 gesagt? 7. Nee, das war dann, um Gottes Willen. Ich meinte 4. 4 ist auch. 4 reicht, also für uns, ich glaube im Saal, uns reichen die 4. Ja, also das sind so Fragen, ich denke, das sind nur die ersten, mal so zum Spüren, worauf wir hinauslaufen. Denn je mehr, also eines ist zumindest heute absehbar, je mehr das Modell der Normalfamilie seine selbstverständliche Geltung verliert, desto mehr geraten wir in solche Untiefen von Fragen und Kontroversen hinein und desto mehr Zündstoff für Auseinandersetzungen gibt es. Und anders gesagt, die Frage, was kommt nach der Familie, auf diese Frage gibt es eine ganz einfache Antwort, nämlich nach der Familie kommt der Streit um die Familie. Und die Folgen, wie gesagt, finden Sie in Familienpolitik und Familienrecht. Die geraten nun eben in Kulturkämpfe verschiedenster Art, ob Unterhaltsrecht oder Ausbau der außerhäuslichen Betreuung für Kleinkinder oder Steuerentlastung für verheiratete Paare. Da ist überall in diesen Bereichen ist das selbstverständliche Lebensmodell abhanden gekommen. Und jetzt wird erbittert gerungen. Was ist gerecht, was ist nicht gerecht, was soll man zulassen, was soll man verbieten, wo soll man auch eben der Staat Knete dazu geben. Und da es ja zurzeit zumindest in Deutschland keine eindeutigen Antworten gibt, versuchen die Politiker zu lavieren, da wo sie gerade auch die Mehrheiten zu finden glauben. Und da wird dann immer so eine Art von Zickzackkurs gemacht zwischen immer neuen Anpassungen und dann schreit wieder eine Lobbygruppe, nein, so nicht. Und dann werden wieder neue Nachbesserungen gemacht, neue Korrekturen gemacht. Und der Zickzackkurs geht so, weil die Nachbesserungen eben nicht aufeinander abgestimmt sind. Und noch dazu die Regierungen sich ja bekanntlich auch mal verändern, die Regierungsmehrheiten. Und das Ergebnis ist eine Politik, die sich im ständigen Spagat befindet zwischen verschiedenen Leitbildern. Es ist eine Politik, die nicht gestaltet, sondern vorwiegend Kompromisse verwaltet und damit endlose Verwerfungen und Turbulenzen erzeugt. Und ich denke, da gibt es wirklich ein aktuelles Beispiel, nämlich der seit Jahren schon begonnene und immer weiter anhaltende Kampf um das Betreuungsgeld, der immer bis skurrilere Blüten treibt. Also da haben wir eine Familienministerin der Bundesregierung, die selbst ganz offensichtlich dieses Betreuungsgeld für problematisch hält, für unsinnig hält, persönlich, aber öffentlich dafür es verteidigen muss, auf Rücksicht auf den großen Koalitionspartner. Und da mag die Mehrheit im Parlament wie in den Parteien, wie in der Bevölkerung das Betreuungsgeld ablehnen, aber im politischen Machtspiel setzt eben dann einer sich durch, das ist ein wild gewordener bayerischer Ministerpräsident. Und der setzt eben dann die Einführung durch. Und längst ist eben das Betreuungsgeld nicht mehr nur das Betreuungsgeld, sondern es ist zum Symbol geworden für viel mehr.
für zum Beispiel bayerische Eigenständigkeit, mir sein mir, und Symbol für den Richtungskurs der Familienpolitik. Und in der Folge sind Familienrecht und Familienpolitik durch ein Patchwork der verschiedensten Maßnahmen gekennzeichnet, die nicht zusammenpassen, die sich wechselseitig konterkarieren, zum Teil auch blockieren. Und da möchte ich meine Kollegin doch Jutta Almendinger, die Direktorin des WZB, zitieren. Diese schrieb mal vor einiger Zeit, entscheidend für eine gute Familienpolitik ist, dass alle Anreize in die gleiche Richtung gehen. Aber das genauso, Jutta Almendinger, ist heute eben nicht der Fall. Sie schreibt, es ist unsere Familienpolitik unterstützt zwei gegensätzliche Richtungen. Und jetzt kommt das Zitat. Es ist wie bei Buridans Esel. Der steht zwischen zwei gleich großen und gleich weit entfernten Heuhaufen. Er verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann, von welchen er fressen will. Ja, damit komme ich auch zum Schluss. Was wir also erleben, ist eine Politik der Kontroversen, der Widersprüche, der Kompromisse. Aber das bedeutet eben nicht ein Ende der Moral und auch nicht das Ende der Familie. Im Gegenteil, ich denke, dass solche Verwerfungen auch ein Zeichen dafür sind, dass wir in einer Zeit der Umbrüche leben, dass unsere Gesellschaft in Bewegung geraten ist, dass sie sich wegbewegt von dem ehernen Gehäuse der patriarchalischen Gesellschaft, patriarchalisch-ständischen Gesellschaft, dass sie sich wegbewegt, zumindest ein Stück weit, wegbewegt von den Hierarchien im Geschlechter- und Generationenverhältnis, von der Unterdrückung abweichender Lebensmodelle, von dem Monopolanspruch bestimmter Lebensmodelle auf Moral und der damit verbundenen Doppelmoral. Und so gesehen, denke ich, sind die Dissonanzen, die Turbulenzen, die Verwerfungen, die wir heute in der Gegenwart erleben, nicht nur unbequem, das sind sie definitiv, aber sie sind auch eine historische Errungenschaft und eine, die ich auch bereit bin zu verteidigen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir in einer wertepluralistischen, einer offenen Gesellschaft leben. Und so verstanden ist die Diagnose anhaltender Auseinandersetzung durchaus positiv zu verstehen. Sie enthält, meine enthält, einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft der Familie. Vielen Dank. Das hören wir doch dann doch gerne, den optimistischen. Ich hatte eine Nachfrage, weshalb ist denn dieser Streit sozusagen etwas sehr Deutsches? Wie kann man sich das erklären? Also es gibt ja tatsächlich oftmals die Vergleiche, es ist ja aber auch was Wahres dran. In anderen europäischen Ländern tobt ja kein bayerischer Ministerpräsident und führt das Betreuungsgeld ein. Also glücklich was andere ist, Länder. Warum ist das hier bei uns so schwer? Ich habe keine direkt passende Antwort. Ich habe so viele kleine Antwortchen, aber ich weiß noch nicht, ob das hier noch... Also es ist ganz klar, in Skandinavien gibt es einfach sehr viel, und in Frankreich gibt es sehr viel eindeutigere Mehrheiten pro zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das musste hier ja lange Zeit sehr mühsam durchgesetzt werden. Und es ist ja auch nur auf der normativen Ebene durchgesetzt, auf der tagtäglichen Realitätsebene ist es ja nur sehr bedingt oder sehr lückenhaft durchgesetzt. Also da sind die Mehrheiten sehr viel klarer verteilt in den skandinavischen Ländern und in Frankreich. Und warum es in Frankreich so eindeutig ist, gerade was Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, kann ich Ihnen auch sagen, das war die Angst der Franzosen, dass sie eines Tages von den Deutschen überwuchert würden, quantitativ, dass sie immer mehr Kinder kriegen und sie, die Franzosen, bleiben zurück. Und dann haben sie das Ruder, das war im 19. Jahrhundert, da haben sie das Ruder ganz schnell umgeschmissen und gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Familien fördern. Und das hat dann dazu geführt, dass sie in der Gegenwart sehr stark auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie achten. Und in skandinavischen Ländern ist eben Gleichberechtigung ein sehr viel weiter durchgesetztes Norm, nicht nur auf der Normebene, sondern eben auch in der Praxis. Und da sind sie wirklich ganz schnell weg vom politischen Fenster, wenn sie da dagegen irgendwie noch sich aufbegehren. Und wenn Sie sagen, Sie sind optimistisch, glauben Sie, dass wir da jemals in diese Richtung kommen? Also oder ich habe Sie ja richtig verstanden. Sie sagen, wir sind da quasi in so einem Prozess, dieser Streit, und der führt dann, wo führt der idealerweise hin? Also das
wir sozusagen eher skandinavisch sind oder dass der Esel sich mal entschieden hat, wo er hingeht und frisst? Mein Esel sollte sich natürlich für die skandinavischen Länder entscheiden. Okay. Aber ich würde erst mal sagen, Leute, dass wir da Dissonanzen haben, dass wir Turbulenzen haben, ist zwar unbequem, aber es ist nicht so schrecklich. Überlegt mal, würdet ihr lieber im 19. Jahrhundert leben, wofür euch klar war, für die weiblichen Anwesenden hier, dass ihr für Kochtopf und Leberwurst zuständig seid und für die Wiege noch, fändet ihr das wirklich besser? Wollt ihr da nicht lieber doch ein bisschen gerne mitstreiten? Und ich bin da mehr fürs Mitstreiten als für Leberwurstbrote streichen.